Hallo und herzlich willkommen hier auf Kambe Kreuzband. Mein Name ist ja Martin Buinski und heute erfährst du, was du tun kannst, wenn du gerade frisch operiert worden bist oder wenn du dir gerade frisch dein Kreuzband gerissen hast. Denn beide Situationen haben eines gemeinsam und zwar startet im Körper die Entzündungsphase. Wenn du gerade am Anfang deiner Reha stehst und keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, den Kanal jetzt zu abonnieren. Das Ganze kostet dich auch nichts und du bleibst mit den Videos am Ball bzw. immer auf dem Laufenden und kannst deine Reha somit optimaler unterstützen. Heute geht es darum, primär dann um die Thromboseprophylaxe. Das bedeutet, wenn wir immobil sind, auch aufgrund von der Entzündungszeichen, dann geht es darum, die umliegenden Gelenke zu bewegen, damit sich unser Blut nicht wirklich staut. Die Entzündungszeichen sind einmal der Schmerz, die Bewegungseinschränkung, die Schwellung, die Rötung und die erhöhte Temperatur. Unser Körper arbeitet, um die Strukturen wieder auf Vordermann zu bringen und zu heilen. Der hat darin ja Millionen von Erfahrungen und sich für diese Entzündung bewusst entschieden, weil er somit die Heilungsphase startet und am besten auch einleiten kann. Das heißt, vertraut einfach darauf, dass die Entzündung auch was Gutes ist, vor allem in der Anfangsphase. Dann braucht man das nicht immer bekämpfen, denn ich sag mal so 5 Tage von der Entzündung, das sieht die Wundheilung auch so vor und das soll auch so sein. Deswegen empfehle ich auch die ersten 2 Tage möglichst gar nicht viel zu machen, weil in den ersten 2 Tagen werden die Gefäße repariert, alles was kaputt gegangen ist, die ganzen Zellreste werden aufgefressen und das braucht erstmal Ruhe. Denn ich sag mal, wenn ihr was esst und jemand zieht dauernd euren Teller weg, dann könnt ihr auch nicht vernünftig essen und so kriegen dann auch die Fresszellen als Beispiel dann nicht die abgestorbenen Zellreste zu beißen. Genau. Wir starten einmal mit der Bewegung des Sprunggelenks. Ihr seht das operierte Bein und das Bein im Thrombosestrumpf. In der Regel ist es auch so, dass man Thrombose-Spritzen bekommt, die das Blut verdünnen, damit es nicht verklumpt und Gefäße verschließt. Allerdings können wir das Ganze noch zusätzlich mit Bewegung unterstützen. Im Krankenhaus liegt man meistens mit dem operierten Bein hochgelagert. Das ist auch wichtig, damit das Blut immer in Richtung Herz abfließen kann. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie so sitzen solltet, ist das Herz über dem Bein und dann fließt das ganze Blut nur in die Hüfte, kommt aber nicht mehr wirklich hoch. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich viel in der Waagerechten verbleibt für die ersten 2 Tage. Dann starten wir, die Fußspitze ranzuziehen und nach unten zu drücken, so kräftig wie es geht, damit sich der Wadenmuskel bewegt. Das seht ihr einmal hier. Genau. Das macht ihr aber so, dass das Bein ganz entspannt liegen bleibt. Warum das Ganze so wichtig ist mit der Bewegung, das zeige ich gleich noch einmal aufgemalt. Wenn der Fuß nicht am Bettende ist, könnt ihr die Zehenspitzen auch mitbewegen. Das heißt, ihr zieht die mit ran und ihr kneift die nach unten hin zusammen. Für die Größeren von euch, die vielleicht mit dem Fuß am Bettende liegen, ihr könnt auch den Fuß dann ganz leicht gegen das Bettende drücken. Das gewährt euch nochmal einen kleinen extra Widerstand und damit könnt ihr dann die Wade etwas mehr anspannen. Genau, wichtig ist immer, dass wirklich das Sprunggelenk den ganzen Bewegungsweg nimmt. Genau, das könnt ihr auch so oft wie möglich am Tag machen. Das kann man nicht zu viel machen. Wenn ihr es in der Kniekehle merken solltet, ist es okay, denn der Wadenmuskel geht im Prinzip über die Kniekehle an den Oberschenkelknochen. Das heißt, ihr spürt einfach nur, wie sich der Wadenmuskel bewegt. Genau, dann habe ich einmal noch für euch extra aufgezeichnet. Machen wir das Ganze mal so. Im Prinzip die Venen. Die Venen, das ist das Blaue hier in der Mitte mit den Klappen, die sind so aufgebaut. Das heißt,
Wenn alles ruht, dann sackt das Blut hier rein und es kann nicht weiter runter. Hier ist der Muskel erschlafft. Wenn sich der Muskel anspannt, dann drückt er die Vene zusammen und das Blut wird immer eine Etage hochtransportiert. Dann entspannt der Muskel und dann wird der Muskel wieder angespannt und dann geht das Blut wieder eine Etage höher in Richtung Herz. Das Ganze hat man dann zum Beispiel beim Gehen etc. Wichtig zu wissen ist, in Teilbelastung zum Beispiel ist es dann so, dass man nicht richtig auftreten kann. Das heißt, man hat nicht das ganze Körpergewicht und der Muskel spannt sich nicht so stark an. Das heißt, die ganze Transport- und Pumpkapazität, die nimmt natürlich dann auch ab. Genau, das ist im Prinzip so die Natur dahinter. Dann bleibt mir im Prinzip eigentlich nur noch eins zu sagen. Das Übliche, denkt immer dran, vor allem wenn ihr gerade frisch verletzt seid oder frisch operiert worden seid und Schmerzen habt, heute au, morgen wow. Und dann nehmt es selbst in die Hand. Euer Comeback-Kreuzband.